Letzter Hinrundenspieltag in der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga. München gegen Essen hieß die Partie und für Linda Dahlmann vom FCB war es eine besondere Partie. 8 Jahre zuvor hat sie für die SGS gespielt und die alten Kameradinnen, die hatten sich jede Menge vorgenommen nach dem hohen 5:0-Sieg gegen den SC Freiburg. Und das ging gut los für die Gäste aus dem Pott. Sie zeigten Zweikampfstärke und vor allem Spielfreude. Hier dieser geniale Pass auf Turit Knack. Dann wird es eine 2-auf-1-Situation, aber Lea Schüller kommt nicht ran, weil Caroline Simon das Ding unterbindet. Aber Markus Högner hatte seiner Mannschaft offenbar einen guten Matchplan mitgegeben. 15. Minute, erste Ecke Essen und das wird richtig gefährlich. Oh mein Haar, das 0:1, Hegering und Oberdorf verpassen da in der Mitte nur um Haaresbreite die Essener Führung. Aber Essen blieb weiter am Drücker. Hier Freistoß, schlecht verteidigt von Behrenstein. Dann Anjomi, Zuckerball in die Mitte, aber ein bisschen zu lang. Alle Bayern-Spielerinnen waren stehen geblieben, aber es gibt ja auch noch Laura Benkrath. Und dann der Blick auf Caroline Simon. Plötzlich bleibt sie stehen, schmerzverzerrtes Gesicht und wird dann offenbar wieder eingerenkt. Und die ist wirklich hart im Nehmen, konnte weitermachen, bis sogar die vollen 90 Minuten durch. Von Bayern offensiv relativ wenig zu sehen. Exemplarisch hier die 43. Minute. Mal ein Vorwärtsgang von Dominika Skorvankova. Aber der Abschluss dann zu harmlos. Es blieb zur Pause beim 0:0. Und Jens Scheuer, der Bayern-Trainer, er wechselte. Wollte frischen Wind, brachte frischen Wind mit Melanie Leupolz und Mandy Islacker. Und ab da zeigten die Bayern ein komplett anderes Gesicht, machten sofort Druck. Hier mit Linda Dahlmann. Ehrenstein auf Lauder, die zeigt schon an, dass sie den Ball haben will. Wieder Behrenstein und da nimmt sie einfach mal Maße und er sitzt. Die 54. Minute, das 1:0. Linne Behrenstein an Freund und Feind vorbei, weil kurz zuvor auch der Wille gestimmt hat. Bei Simone Lauder hier mit der Fußspitze grätscht sie den Ball zur Niederländerin und die macht ihren 4. Saisontreffer für Josie Plehn im Kasten der Essenerinnen. Kaum was zu sehen und auch schwer dann zu halten. Die Antwort der SGS, Lena Oberdorf mit diesem wunderschönen Freistoß. Der hätte gepasst, aber Laura Benkarts schon gegen Wolfsburg. Eine Bank hat da den Punkt gerettet. Wieder prima im Bilde und dann kam es, wie es kommen musste. Nächster Angriff Bayern, 61. Behrenstein. Nicht nur mit dem Füßchen, sondern auch mit dem Köpfchen. Ihr zweiter Treffer, der 10. in der Bundesliga, ebnet den Weg in Richtung 3 Punkte. Und die wollte noch mehr. 80. Minute, spitzer Winkel. Diesmal Josie Plehn, aber auf den Posten verhinderte den 3. Einschlag. Das war's dann aber auch schon. Bayern schlägt Essen mit 2:0. Ist seit 5 Spielen ungeschlagen und darf sich weiter Hoffnungen auf Platz 2 machen. Essen, ein kleiner Rückschlag. Trotz guter Leistung am Campus.